Intel hat auf der CES eine Paintball-Maske mit einem integrierten Display vorgestellt, die sogar mit der Paintball-Gun verbunden ist und einem dann Dinge und Informationen anzeigt, wie zum Beispiel, wie schnell man schießt. Gesteuert wird das Ganze über ein Gerät, das man am Arm hat. Hier kann man einfach mit dem Zurück-Button und mit dem Cursor-Taste durch die Menüs schalten. Man kann sich eine Landkarte anzeigen, sieht, wo man gerade ist, sieht, wo seine Freunde sind. Man kann sich einen Kompass anzeigen oder man kann auch die Musik steuern, die man vielleicht beim Spielen hört. Das Display ist wirklich gut erkennbar, ist dadurch ein bisschen mehr im Sichtfeld, als man es vielleicht von anderen derartigen Displays kennt. Aber wie gesagt, man erkennt viel, man erkennt gut und auch die Karte ist leicht erkennbar. Der Akku soll ungefähr 6 bis 8 Stunden halten, also ein ganzer Paintball-Tag. Geladen wird über Micro-USB. Hier sehen wir auf einem Laptop, wie das Menü des Paintball-Displays aussieht. Man kann hier durch die verschiedenen Apps durchgehen. Das Gerät läuft auf Android, das heißt, es gibt wohl sehr viele App-Entwickler, die hier fähig wären, Dinge zu machen. Man kann sich seine Notifications anzeigen lassen.